Sanctifictor Nomentum, Adveniat Regnumtum, Fiat Voluntus Tua, sicunt in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut, et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amado. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Warum beten Sie auf Latein in einer evangelischen Kirche? Gott versteht alle Sprachen der Welt. Es ist nicht so wichtig, welche wir hören. Vor der Reformation sprach die Priesterin Latein in der Kirche. Und es begab nicht Begriffe als Protestantismus oder Katholizismus. Martin Luther hat viel verändert. Wer sind Sie? Entschuldigung, Exzellenz. Mein Name ist Johann Sebastian Bach. Ich wurde gebeten, hier zu kommen, um die Orgel zu reparieren. Das stimmt, Organist Bach. Es gab viele, die versucht haben, die Orgel zu reparieren, aber niemand hat es bis jetzt geschafft. Es muss ein schwieriges Problem sein. Kommen Sie in mein Büro. Ich wusste nicht, dass Sie so jung sind. Ich stellte mir Sie ein bisschen älter vor, bevor Sie herkamen. Wie alt sind Sie? 18 Jahre, Exzellenz. Erst 18 Jahre? Da muss dies Ihre erste Arbeit als Organist sein. Ja. Haben Sie viel Erfahrung mit dem Orgel? Wie lange spielen Sie schon? Ich spiele seitdem ich 4 Jahre alt war, Exzellenz. Können Sie auch andere Instrumente spielen? Ich spiele Violine und Cembalo. Wer hat Ihnen das Spiel beigebracht? Mein Vater, Johann Grossesbach. Er war Organist in der St. Georg Kirche. Er war? Was ist mit ihm passiert? War er so schlecht, dass er entlassen wurde? Mein Vater ist gestorben. Er starb, als ich 10 Jahre alt war. Meine Mutter starb im Jahr davor. Was haben Sie gemacht, nachdem Ihre Eltern gestorben sind? Ich lebte bei meinem ältesten Bruder. Er lehrte mich viel über Musik. Ja, gut. Dann können Sie hier als Organist arbeiten und darüber hinaus auch die Chorübungen leiten. Chorübungen? Ja. Chorübungen mit kleinen Jungen einmal pro Woche. Kommen Sie jetzt mit mir, dann können Sie die Augen sehen. Spielen Sie bitte. Können Sie die Orgel pumpen? Ja, natürlich. Das klingt schrecklich. Können Sie es reparieren? Vor einer Woche hatte ich Besuch von einem Organisten, der sagt, dass es nicht möglich sei, der Orgel zu stimmen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Am Sonntag ist Gottesdienst und die Kirche ist natürlich voll. Was soll ich den alten Damen sagen? Das letzte Mal mussten Sie einen Organist singen. Bitte, können Sie mir ein wenig Ruhe geben? Und dann? Sie funktioniert jetzt? Ja, es war nur ein kleiner Fehler aufgrund eines Leckes im Balk. Nur ein kleiner Fehler? Die anderen, die hier waren, haben das nicht gesagt.